du eine Workbench da, ja, ne? Irgendwo im Haus steht eine, glaube ich. Ich hätte auch eine im Inventar, falls es dir was hilft. Weißt du auch, eine Workbench habe ich immer dabei. Ja. Weißt du nie, wenn man mal eine braucht. So. Mach mal die Tür zu, ne? Sonst hast du vielleicht ein Schaf in deinem Haus. Vielleicht will ich ein Schaf in meinem Haus haben, dann machen wir es uns ganz romantisch, wir beide. Achso, ja, können wir auch. Hast du noch kein Bett, aber ich kann ja auf dem Schaf schlafen. Ist ja schön weich, ne? Ja, genau. Ist ja gepolstert. Was mache ich denn hier? What the fuck? Ich weiß nicht, was du da machst. Will das so. Will ich da Treppen dran haben? So. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen doof. Ja. Nicht nur gerade, das bist du immer. So, dann will ich da Holz hin haben. So, dann will ich das alles nochmal weg haben. Guck. So. Da dürfen jetzt Treppen hin. Oder? Ja. Dach ist jetzt vorerst erstmal fertig. Da noch Holz hin und jetzt müssen da Treppen ran. So, so will ich das. Jawoll. Dach ist noch nicht fertig. Ich hab mir gerade anders überlegt. Oh oh. Was denn? Ich hab anders überlegt. Ja. Ich muss noch ein bisschen Deko-Material hier anbringen. Ah ja. Halt das Loch sehen. So. Zack, so. Jetzt ist es erstmal okay. Damit erstmal umgehen, so. Toll. So, das ist doch schon mal halbwegs ansehnlich. Halbwegs. So, okay, ich habe jetzt auch so einen kleinen Zugang wenigstens schon mal gemacht hier. Dann kann man hier so lang, das ist ganz toll, das ist ganz schön. Dann muss ich hier nur noch hochbauen. Siehst du, dann kriegst du dann auch eine ganze Menge Cobblestone raus wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich jetzt hochbaue, weil es schon ganz schön hoch. Ja, das weiß ich auch nicht, wie du das machen wirst. Aber mach mal. Bin gespannt, was du da machst. So. Würde ich hier gerne so ein bisschen. Ach. So. Irgendwie würde ich gerne hier so ein bisschen so da runter. So da runter. Das können wir aber auch irgendwie. Guckst du hin? Glaubst du, ich vertraue dir da, Juri. Ja, ich weiß halt noch nicht so genau wie. Probier einfach mal ein bisschen rum. Mal gucken, was so rumkommt. Kriege ich noch Zäune hin? Oder habe ich das Rezept vergessen? Das Schaf ist übrigens verschwunden. Was? Ich habe es nicht getötet. Mysteriös. Das sind keine Zäune. Dann hatte man doch früher mit Sticks gemacht, oder? Ja. Glaube. Okay, sie haben das Rezept für Zäune geändert. Was braucht man jetzt dazu? Zwei Sticks in der Mitte, also hier halt die unteren zwei sind Sticks und links und rechts davon jeweils nochmal Fichtenholz, also Holzbretter. Okay, das war früher wirklich nicht so, oder? Also es waren früher wirklich nur Sticks, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich auch der festen Überzeugung, muss ich sagen. Geht's der Aufnahme eigentlich so? Ja, sieht alles gut aus. Sieht gut aus, läuft noch. Sehr gut. Nicht, dass es wieder abschmiert. Wäre schlecht, ja. So, das heißt, ich brauche noch jede Menge Bretter. Danke, jetzt. Ich glaube, früher hat man nur zwei Zäune rausbekommen auf einmal, jetzt sind es drei zumindest. Immerhin etwas. Mach den Weg jetzt erstmal aus Holz. Wird er vielleicht nochmal ändern. Langsam wird es wieder dunkel. Ja, so langsam. So. Huch, das ging schnell. Oh, morgen Welt! Irgendwie gedacht, ich habe viel, viel mehr Holz. Okay. Nevermind. Dann roden wir mal ein bisschen die Wälder, weil die mag ja eh keiner.
Nehmen wir mal hier den Baum. Der Baum, schön groß. Weißt du, so dieses Langhauskonzept ist auch schon wieder fast verworfen bei mir. Also das kannst du auch schon wieder fast vergessen. Ja, wir müssen jetzt ja nicht nach irgendwelchen Vorbildern bauen oder so, sondern einfach wie wir Bock haben. Hauptsache es passt so einigermaßen. Und wir bauen jetzt nicht hier den modernen weißen Palast rein. Oh, ups, hättest du das nicht vorher sagen können? Mit super viel Glas. Nee, ich mag das nicht so, wenn so viel Glas im Haus ist. Da kann ja jeder ins Haus reingucken und sehen, was du gerade machst. Also wenn du gerade in der Nase bohrst oder sowas, das sieht ja jeder. Ja. Ja, dann, nee. Nee. So. Ich hoffe, du bist kein so hoher Baum. Weil du musst jetzt dran glauben. Nehmen dann immer lieber die hohen Bäume. Gibt letztendlich mehr Holz. Gibt mehr Holz, ist aber auch mehr Arbeit, den ganzen Kack abzumachen. Das ist richtig. Außerdem stehen die Bäume mir zu nah an meinem Haus. Aber wir können nachher auch mal ein paar neue Bäume noch anpflanzen, dass das wenigstens ein bisschen ausgewogen bleibt. Da würde ich aber sagen, suchen wir uns irgendwo eine Ecke, wo wir sagen, okay, hier, da haben wir Platz für. Ja, aber ich finde das eigentlich auch ganz geil, wenn das hier so ein bisschen in der klassischen Landschaft mit ist, dass das nicht nur eben ist quasi. So eine gerodete Ebene Landschaft, ja, nee, klar, aber wie gesagt, so zwischen, also gerade wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen hier dann noch ein bisschen Häuschen rundherum und so weiter, sollte vielleicht nicht unbedingt in jeder Ecke noch Bäume stehen, noch ein Löcher. Ja, das ist schon klar. Man kann dazwischen klar noch ein paar Bäumchen anpflanzen und wenn es kleine Bäume sind, kann man die auch stehen lassen, finde ich, aber gerade die großen Bäume so sind ein bisschen ungeil. Naja, auf jeden Fall geht's schon mal voran, das finde ich ganz geil. Ja, das ist cool. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Holz, dann machen wir das. Mal klein und das mal klein. Damit können wir auf jeden Fall noch wieder ein bisschen arbeiten. Da drüben geht's runter. Hopp. Das ist eindeutig Witcher-Musik gerade hier. Die ist aber auch geil, die Musik. Keine Ahnung, muss ich sagen, habe ich keinen Soundtrack dazu im Kopf oder so. Man muss dir echt mal anhören, das ist wirklich gut. Da waren so rum, oder? Ja. Bäume! Bäume! Es ist aber sowieso schon geil, was so Gaming-Soundtrack manchmal alles hervorbringt. Nicht nur beim Gaming, so ist es auch im Film, wenn man sich so überlegt, was allein ein guter Film-Soundtrack ausmacht für die Atmosphäre im Film. Ja. Also. Ja, absolut wichtig. Halt schon hammerhart. Was für ein Aufwand das eigentlich ist, so eigene Musik zu schreiben, die dann eben auch noch dazu passt und so. Oh ja, das. Da Respekt an alle, die sowas machen. Auf jeden Fall. Ach, ich will nicht an irgendwo runterfahren. Du weißt nicht, was ich gerade mache. Fängst an zu kackern. Ja, ich hab mir eingekackert. Sag ich doch. War groß. Ah, ja, wo war's hier? Da. Lol. Ach ja, Treppen sind einfach die beste Erfindung in Minecraft. Wie freut sich drüber? Oh ja. Ist eine Treppe. Sieh dich auch. Hoffe. Da will schon wieder ein Yuvi auf mich drauf treten. Nee, da gehe ich jetzt mal weg. Da drehe ich mich mal andersrum. Ja, so in etwa. Flup. Aber hier noch. Unterführt. Wie kriege ich die jetzt am besten hier untergebracht? Am besten da. Da mal drauf. Ein bisschen gut aussieht. Ich glaube, da lege ich nachher nochmal Slabs drauf. Ah, ich glaube, das finde ich ganz gut. Für was braucht man eigentlich die Blumen? Ich glaube, die Blumen waren ja für Dingens hier, oder? Farbstoffe hat man die, glaube ich, genommen. Farben, ne? Ja, genau. Farben waren das Wort, was mir gefehlt hat. Ja, kein Problem.
Kryptonit können wir da nochmal reinmachen und Diorit und Feuerstein, Flintfeuerstein, nee, Fredfeuerstein hieß er. Jupp. So hieß der, das ist richtig. Jabba-dabba-du, ne? Oh, fand ich als Kind ziemlich geil, ey. Ja, Feuerstein, Familie Feuerstein war auch super. Der Nachbar, der Barney. Wie ist der denn mit Nachnamen nochmal? Barney Geröllheimer. Geröllheimer, genau. Ich denke immer als erstes natürlich an Barney Stinson. Das wäre anders. Ja, ich weiß. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier so an den denke. Weil so geil finde ich die Serie einfach nicht. Ich auch nicht, aber ich finde den Typen an sich cool. Also allein schauspielerisch finde ich ihn super und auch die Rolle an sich ist irgendwie, ja. Ja, die ist schon gut geschrieben, schon das stimmt. Aber trotz alledem verstehe ich bis heute diesen Hype um diese Serie irgendwie nicht. Nee, keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. Weiß auch nicht. Finde ich andere besser. Deutlich besser sogar. Das ist so wie mit Big Bang Theory. Das finde ich auch nicht so geil. Muss ich sagen, gefällt mir auch nicht. Was ich aber mag, ist hier das IT-Crowd. Das kenne ich nicht. Das, also das wird dir gefallen, Yuri. Also, ne, ich weiß ja, du magst ja so britische Serien. Ja, durchaus. Also das kann man sich auch im Englischen anschauen, weil das ist so ein schönes britisches Englisch. Ah ja. Da bin ich wirklich Fan. Geht halt auch um irgendein Büro, mehr oder weniger. Sie hat sich da beworben und kommt dann da halt hin. In die IT, weil sie in ihre Bewerbung geschrieben hat, so ja, kennt sie mit Computern aus, mehr oder weniger, ne? Ja. Und ja, kommt dann da halt rein und hat dann eigentlich keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Okay. Und muss dann da mit so zwei so Vollnerds, sag ich mal, klarkommen. Ah ja. Klingt wirklich ganz witzig. Wie gesagt, also ich glaube vom Stil her würde dir das gefallen. Ist aber halt auch Comedy. Ja. Dann. Ja, das könnte durchaus sein. Sind auch immer schön kurze Folgen. Ich glaube 10 Folgen pro Staffel. Wenn nicht sogar weniger. Ich glaube, es waren sogar nur 6 Folgen pro Staffel oder so. Okay. Und die beiden machen halt dann die ganze Arbeit und sie arbeitet so ein bisschen als die Community Managerin, ne? Also die kümmert sich halt dann so ein bisschen darum, dass die Jungs jetzt auch ein bisschen ernster genommen werden vielleicht. Weil man weiß ja, niemand mag die IT. Das stimmt. Ja, cool, klingt gut. Gibt's das auf Netflix oder was? Ja. Okay. Hab ich noch nie gelesen. Vor allem, der eine geht ans Telefon, die erste Frage immer, did you try to switch it on or off? Dann die zweite Frage, falls sie da ja sagen, haben sie geschaut, ob der Stecker drin ist. Oh ja, das war das Problem, dankeschön. Der Klassiker, was haben sie denn für einen PC? Ja, einen schwarzen. Gut. Ja, genau. So in die Richtung halt, ne? Also, wie man sich das auch so wunderschön vorstellt, so jeder Typ, der in der IT arbeitet, hat genau diese Probleme vor sich. Ja. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Grünzeug angebaut, aber ich habe keine Ahnung, wie ich ein verficktes Tor bauen soll. Obwohl, doch, das könnte vielleicht so rumgehen. Probieren wir es mal. Echt 8 Treppen? Ich glaube, ja. Jetzt sind noch welche. Ich glaube ja, aber ich mach mal da welche. Sicher. So, ja, Treppen okay, kann man immer gebrauchen. So. Zack, da. Jawohl. Ich habe einen kleinen Garten gemacht, wo ich Weizen anbaue. Sehr schön. Ein kleiner Weizengarten. Weizengarten, dann können wir nachher Weizenbier brauen. Wobei, das war Quatsch, das war absoluter Quatsch. Vergiss das einfach. Ich bin gerade mit Treppen bedient. Ärger nicht, Treppen schon wieder. Ja. Oh. Treppen, so. Aber ich hab's, glaube ich, gleich geschafft. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wollte ich da Erde reinhauen. Überleg ich gerade. Erde hin. Was denn? Wald ausladen geworden. Kürzer. Ja doch. Okay, nochmal neu. Tschüss. Alles klar, viel Spaß mit mir. So, wie machen wir das hier am besten? Brauch mir Kies. Juri, bring mir Kies. So, bringet mir Kies.
Können wir doch einfach nur Treppen runterführen und keine komischen Dinger mehr. Ist nicht ganz so hübsch, aber effektiv. Mirror's Edge Musik ist echt geil. Woher hab ich die denn? Ich hab das Spiel doch nicht mal, oder? Doch, ich hab das Spiel. Keine Ahnung, Juri. Hab ich das mal gespielt? Ja, doch, hab ich. Aber trotzdem kann ich mich nicht mehr an die Musik erinnern, dass ich die habe. Ja. Anscheinend hast du sie doch. Sieht so aus. Oder hört sich so an. Wie auch immer. Klingt danach. Weil es ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, dass man die Spielmusik mitbekommt. Nicht unbedingt, ne. Außer du holst dir irgendwelche hier Collector Special Sonder Edition mit Early Access und hier, sag mal, mit Season Pass. Und allem Scheiß, ja. Oh. Und der Giant Head Cheat Engine. Und dann setzen sie das Spiel in den Sand, so wie bei The Division. Ganz schlimm, was die da gemacht haben, ätzend. Keine Ahnung, warum, was haben sie da noch neu gemacht mit? Ach, die haben doch jetzt den neuen Patch eingebracht. Also ist schon eine ganze Weile her tatsächlich, dass sie den eingebracht haben. Wo sie dann eine tolle Erneuerung oder eine tolle neue Instanz reingebaut haben, die richtig beschissen ist. Also die ist super schwer, was eigentlich okay ist. Also gegen super schwer habe ich nichts. Sie macht aber keinen Spaß, aus dem ganz einfachen Grund. Du kannst dir vorstellen, dass das die Instanzen... Ich war ja da mal mit drin in dem Ding. Ja, okay, dann beschreibe ich es für die anderen. Was ich halt an Division sehr, sehr schön fand, war immer, dass die Instanzen halt recht liebevoll gemacht waren. Ne? Also du hattest halt große Ebenen, wo du halt verschiedene Räume gesehen hast, die wirklich detailreich und so gemacht waren. Erinnerst du dich vielleicht noch dran, ne? Also das, ja, ja, wenn so, du durch halt Häuser gegangen bist und so, dann war das... alles ein bisschen einen unterschiedlichen eigenen Stil hatte. Genau. Das ist halt ja nicht mehr so. Du hast einen kleinen Raum und einen sehr, sehr großen, der einfach mit Mobs komplett überladen ist. Du musst halt, ich glaube, 17 Wellen killen. Achso, stimmt, das war ja dieses Wellending ist da. Das ist halt alles auch noch okay, aber es wird zwischendrin nicht mitgespeichert. Das heißt, wenn du bei der 17. Welle einfach verreckst, dann gegeben, darfst du von vorne anfangen. Was halt super frustrierend sein kann. Mhm. Es kommen einfach Massen an Gegner, also wirklich Massen. Das ist Wahnsinn, wie viele das sind. Hast du das denn eigentlich mal geschafft gehabt, oder? Nö. Ach, wir haben irgendwann drauf gehört. Okay. Also, da hast du wirklich was zu tun. Muss hier die Treppe nochmal machen. Ja.